uns heute schon mal beschäftigen. Dazu haben wir einen Gast eingeladen. Christian Spannig tritt heran. Guten Morgen. Unser Computerexperte im Morgenmagazin. Ganz einfache Frage zunächst mal. Erklär mal ungefähr, was ist denn im Internet überhaupt? Also ganz einfache Antwort ist bestimmt erwünscht. Das Internet ist im Prinzip ein Verbund von Rechnern weltweit. Angeschlossen sind circa, schätzt man, 40 Millionen Anwender, die miteinander über dieses Computernetzwerk kommunizieren können. Man kann sich das vorstellen wie ein Telefonnetzwerk. Da gibt es überall kleine Anschlüsse, nämlich die Telefone, und die Leute können miteinander telefonieren. Mhm. Nur Internet kann teilweise etwas günstiger sein als Telefon, gerade erst seit 1.1.96 besonders. Das ist richtig. Ein Telefon braucht man auch. Aber vor allen Dingen braucht man einen PC. Was braucht man denn noch dazu, um ins Internet reinzukommen? Was die Hardware betrifft, braucht man einen Computer. Man braucht sowas hier, gibt es in verschiedensten Formen, ein Modem, das Gerät, mit dem ich den Computer ans Telefonnetz anschließe. Und ich brauche irgendwie so ein Telefonkabel, mit dem ich dann schließlich das Ganze miteinander verbinde. Und dann wähle ich mich in eine Nummer ein und dann kann ich eigentlich auch schon loslegen. Ein Internetprovider, also jemand, der einem einen Zugang zum Internet bietet, den brauche ich auch noch, damit ich überhaupt rein kann ins Netz, und dann kann ich mich darin tummeln. Mhm. Würde es denn sich jetzt für mich lohnen, mir Zugang zum Internet zu verschaffen? Was findet man denn da überhaupt? So eine Entscheidung würde ich dir nicht abnehmen wollen, aber ich kann dir mal zeigen, was es für Möglichkeiten gibt, um genau zu sein. Der Ralf Benz von unserer Redaktion hat da ein paar Bilder zusammengestellt, die wir uns mal vielleicht kurz angucken. E-Mail ist eine der Sachen, die es im Internet gibt. Das ist die Möglichkeit, persönliche Briefe per Computer und Leitung dann auszutauschen. Das geht erstens schnell und ist zweitens preiswerter als ein Fax oder ein Brief zum Beispiel. Die Newsgroups wird häufig diskutiert. Das sind derzeit über 20.000 Diskussionsforen, wo Leute hingehen und diskutieren, Daten austauschen, Informationen durch die Gegend schicken. Das World Wide Web ist der bekannteste Begriff. Das sind diese bunten Bilder, die man immer so sieht, die einem helfen, durchs Netz zu kommen. Da kann man dann drin shoppen. Man ist in der Lage, zum Beispiel ein Tauchparadies per PC zu erkunden. Man kann eine Reise buchen über das Internet. Man kann auch bei seinem Lieblingsverein zum Beispiel Grüß Gott sagen, was in dem Fall angebracht wäre. Man kann sich auch Informationen zum Thema Fernsehen holen, aber nicht nur von amerikanischen Sendern, sondern auch Dreisat und zum Beispiel das ZDF sind mittlerweile über das Internet zu erreichen.